Und ich würde auch mal ins Spiel laden. Ich habe jetzt genug erzählt. Ich, ne? Das ist einfach, manchmal müssen so Sachen raus. Das tut mir leid. Du bist jetzt halt in dem Alter angekommen. Was? Die freuen sich doch, wenn du im Allgemeinen gesund bist. Na, weiß ich nicht. Aber ich glaube, du kannst auch nicht einfach, also ich glaube, zum normalen Arzt rennst du nicht einfach hin und sagst so, ich würde jetzt gerne mal ein großes Blutbild machen lassen. Ich glaube, da guckt der Arzt dich an und sagt, nö. Ja? Na doch, musst halt zahlen. Ach so. Ach so. Und Raube so. Doch. Ach so. Da sagt der Arzt, das kostet 80 Euro. Oh, das ist aber günstig. Gehen tut das schon. In den Kassen geförderte vierteljährliche Check-up-Programme, aber vermutlich erst offensichtlich ab 35 oder was. Was, was für ein Hausarztprogramm? The fuck, was? Was, was sind denn das hier alles für Informationen? Was? Einfach mal schlau machen, Krankenkasse zahlt mir jährliche, spezialisiert dreijährige allgemeine Vorsorgeuntersuchung. Oh. Ich meine, ja, bei meinem Hund zahle ich das alles selbst. Da spart die Mutti auch nicht, ne? Also da... Da wird auch alles, was der Tierarzt sagt, ne? Also so... Ich meine, allein die Medikamente für meinen Hund, da willst du halt, da schlackerst du mit den Ohren. Ey, mit dem Alter zusammen, kennt das eigentlich nicht, weil sie so selten beim Arzt ist, ja, vermutlich. Ey, sag mal, Ingo! Anfang 40. Gibt doch Geld, gegen sie sich hin, meine, sie ist gemütlich, darf es noch ein Käffchen sein. Man geht halt erstmal zum Hausarzt. Na, das ist klar. Hausarzt auch, So, wählen Sie Ihren Hausarzt als ersten Ansprechpartner in allen. Das ist klar. Hausarztprogramm wurde eingeführt, um Ihre bessere umfassende medizinische Versorgung anzubieten. Heute ist es fester Bestandteil. Ja, na, ich gehe wegen allem erstmal zu meinem Hausarzt. Das ist schon klar. Kostenlose Chefarzt-Punkteprogramme. Da muss ich mich vielleicht mal schlau machen. Tja, nun. Ne? Gut! Schön, schicki, schön, schön. Wir sind hier wieder zurück. Was geht denn hier so? Wir sollten vielleicht mal am Kartentisch gerade nachgucken, oder? Also ich weiß, wir waren zuletzt auf dem Ball. Der Ball war so das letzte schicke Thema, ne? So, ich habe hier irgendwelchen Scheiß im Inventar. Auch nicht so recht weiß. Und irgendwann muss ich... Oh, da graut es mir schon vor. Wir müssen ja irgendwann vermutlich Cassandra wegschicken, ne? Ah. Wenn du öfter zum Arzt gehen würdest, wüsstest du das auch. Aber ich gehe halt zum Arzt, wenn es sein muss. Also so, wenn mir was abfällt. Mann. Noch viel zu tun unter 100. Nee, seit am. Ach, ich rechne längst nicht mehr damit. Ich rechne ehrlich gesagt inzwischen mit 150. Ja? Bin ich ja bei Dragon Age der festen Überzeugung, ich lande so bei 150 Spielstunden. Wir können ja erstmal mit den Begleitern reden, vielleicht gibt's ja was. Bitte denkt darüber nach, Lady Cassandra. Die Klerikerinnen sind immer noch uneins. Wenn niemand vortritt, debattieren sie bis... Deswegen, Onkel. Und ihr denkt, ich könnte sie zu einer Einigung bringen? Ich habe für einen Tag genug gehört, Mutter Giselle. Redet mit ihr, euer Gnaden. Gibt es ein Problem? Es wirkt, als würde sie euch belästigen.
Mutter Giselle ist freundlich und sie meint es gut, aber ja, sie belästigt mich. Ich nehme an, ihr habt schon gehört, dass Liliana und ich Kandidatinnen für die Nachfolge der Göttlichen sind. Der Grund dafür sind natürlich die Geschehnisse in Halam Shiral. Das Kaiserreich steht hinter euch und somit auch hinter jedem, der euch nahe steht. Also wirft die Kirche jetzt unsere Namen ins Rennen, ohne uns auch nur gefragt zu haben. Deswegen, Onkel. That's why. Hallo, Entrix. Was an den Szenen her, gehe ich nicht zum Haus. Das ist richtig, ja. Mit dem, ja. Lässt du die Zähne dann zu Hause, wenn du zum Hausarzt gehst? Entschuldigung. Joker left the channel. Ach ja. Morgan fand ich klasse, wusste ich gar nicht mehr. Ja, Hausaussuchen, nachdem mein Alter aufgehört hat, gehe ich nicht mehr, wenn es wirklich sein muss. Ach ja, so. War nicht lustig? Gut. Wie könnt ihr und Liliana Kandidatinnen sein? Ihr seid noch nicht mal Priesterinnen. Dergleichen ist schon vorgekommen. Emara, die Dritte, war die Schwester des Kaisers. Und Galatea war eine Bürgerliche. Liliana und ich waren zumindest einst Teil der Kirchenhierarchie. Es wäre also annehmbar. Warte mal ganz kurz, ich muss mal das Fenster, glaube ich, noch ein Stück runter machen. Es regnet doch sehr doll. Moment. Uiba. Bisschen nass draußen gerade. So. Ja, da. So. Was ist denn das für eine dumme Frage? Also ich meine, man kann ja mal blöd fragen, aber... Wenn Sie schon jemanden außerhalb der Priesterschaft in Erwägung ziehen, warum dann nicht auch mich? In erster Linie deshalb, weil ihr eine Magierin seid. Wenn sie euch als Kandidatin benennen, könnten sie sich auch gleich dem Reich von Tevinter anschließen. Der wahre Grund ist allerdings vermutlich, dass sie euch fürchten. Jemand von eurer Bedeutung würde den Sonnenthron zusammenbrechen lassen und die Kirche auseinanderreißen. Ich verstehe nur nicht, wie sie darauf kommen, dass es bei Liliana oder mir besser sein könnte. Ganz ehrlich, wenn sie nicht will? Wenn ihr es nicht wollt, dann sagt ihnen das. So sollte es mit Sicherheit niemals kommen. Die Kirche, der Zirkel der Magi, die Templer. Das hier kann unmöglich das sein, was sie ursprünglich im Sinn hatten. Die Kirche sollte den Leuten Glauben geben, Hoffnung. Stattdessen hält sie selbst angesichts des sicheren Untergangs an ihrem Kurs fest. Hi Muckel, hallo Amichos, hallo Peter, schönen guten Abend und GZ Muckel. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Hallo nochmal Entrix. Es überrascht mich, dass ausgerechnet ihr das sagt. Tatsächlich? Bin ich etwa nicht die Frau, die entgegen der Wünsche der Kirche die Inquisition ins Leben gerufen hat? In all meinen Jahren als Sucherin habe ich genau das getan, was mir gesagt wurde. Mein Glaube hat es von mir verlangt. Nun jedoch verlangt mein Glaube etwas anderes. Er verlangt, dass ich klarer sehe. Viele außergewöhnliche Ereignisse haben dazu geführt, dass es so weit gekommen ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, es war schon seit langem überfällig. Wusstet ihr, dass Rarik ein Anhänger Andrastes ist? Oh, er lästert über den Erbauer mit jedem zweiten Atemzug. Aber tief in seinem Inneren ist er ein Gläubiger. Sein Herz ist tugendhaft. Dennoch würde er niemals einen Fuß in eine Kirche setzen. Dabei sollte sie der erste Ort sein, dem sich die Tugendhaften zuwenden. Sie muss sich verändern.
Und vielleicht bin ich diejenige, die dafür sorgen muss. Cassandra Luther oder was? Hi Trick, moin. Hi Waldi, hallo Retro Eggy. Leidtragenden des Gesundheitswesens. Ha. Hey The Rich. Hallo Berenis. Luther, ne? Luther. Bestimmt. Wird das schon kommen? Ich mag eure Entschlossenheit, das ist Flirten. Ich kann euch dazu verhelfen. Warte, ich würde gerne noch ein bisschen nachforschen. Ihr seid nicht die einzige Kandidatin. Was ist mit Liliana? Liliana sagt, sie wolle Justinias Vermächtnis weiterführen. Aber unsere Erinnerungen an sie sind unterschiedlich. Justinia wusste, dass die anderen Klerikerinnen und die Leute nur einen gewissen Grad von Veränderung akzeptieren würden. Ich denke, Liliana würde jegliche Tradition verwerfen und von Neuem beginnen. Und das würde uns alle ins Chaos stürzen. Was an der Kirche würdet ihr verändern? Der Zirkel der Magi hat seine Berechtigung, aber er muss reformiert werden. Die Magier sollten sich mit unserer Hilfe selbst verwalten. Die Templer dürfen nicht länger die Kerkermeister der Magier sein, sondern sollten die Unschuldigen beschützen. Wir müssen wachsam sein, aber auch voller Mitgefühl für sämtliche Bewohner von Thedas, ob sie nun hey, Menschen Randy. Sind oder nicht. Das ist es, was ich verändern würde. Das gefällt mir aber gut. Ich würde dir da, ich kann da bestimmt, vielleicht kann ich hier und da. Ich habe Einfluss und könnte ihn nutzen, um der Kirche bei ihrer Entscheidung zu helfen. Darum kann ich euch nicht bitten. Das müsst ihr auch nicht. Wenn ihr denkt, dass es das Richtige ist, dann... Es ist nur Wahlwerbung drauf. Ich schätze, ich sollte mir nicht so viele Gedanken machen. Im Moment haben die Klerikerinnen einfach nur meinen Namen ins Rennen geworfen. Mehr nicht. Unser oberstes Ziel bleibt es, die Ordnung wiederherzustellen und Korypheus aufzuhalten. Na klar. Geht alles wieder nur um Karl? Kein Flirt? Nee, kein Flirt. Nee. So, ist es irgendein Einsatz verfügbar? Ich hab's nur so schnell gar nicht Sandra, wenn du aufs Klo musst, dann geh halt. So, wo stehen wir denn im Spiel so Hauptstory-mäßig? Ich habe gerade den Ball hinter mich gebracht, aber das kann man ja nie so richtig, also so ganz genau, Kalendor, kann man das ja nie sagen, weil es ja zwei unterschiedliche Stränge gibt. Also, was heißt zwei, aber du hast ja noch, also ich habe hier gerade Hauptstory-technisch das hier noch. Ich habe gerade den, also im letzten Stream, im vorherigen Stream, den Ball gehabt. Reicht schon zum Einordnen, okay. Hi, Wallen. Und hi, Lilly. Beckenbodentraining. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Danke, Hetzbacke. Hey, Cozy übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe. Hi, Wallen. Na, sie wird schon wissen, was sie da tut, oder? Also ich glaube... Naja, gut. Lassen wir sie mal allein. Ich habe hier irgendwie ein Ausrufezeichen. Schön. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich habe das nicht geschrieben, nur überbracht. Was ist hier los? Oh, beim Erbauer, ihr ahnt nicht, wie viele Briefe ich wegen des Aufruhrs in Halam Shiral bekommen habe. Glücklicherweise habt ihr mehr Fäden verknüpft als durchtrennt, wobei die Lage immer noch verwirrend ist. Wie läuft es? Haben wir alles, was wir brauchen? Jetzt, wo die Himmelsfeste wie ein Leuchtfeuer erstrahlt, sagt, was ihr braucht und ich besorge es euch. Ich werde diesen Faulpelzen Beine machen. Ich glaube, dieser Posten gefällt mir. Das ist so schick. So, an den gewählten Ausgang des Balls. Ich habe, wie heißt er? Gregor? Nein, wie hieß er denn? Irgendwas mit G.
Gerald, Gustav, nee, Gustav auf gar keinen Fall. Wie ist er denn? Meine Güte. Gaspar, dankeschön. Ich habe Gaspar verraten. Also anders, ich habe relativ früh dann schon erkannt, dass die Schwester von Gaspar die blöde Kuh ist in dem Spiel. Also die absolut fies-mies gemeine. Habe sie natürlich dann davon abgehalten, Selene zu ermorden. Habe sie vor allem öffentlich bloßgestellt. Sie haben sie entsprechend festgenommen und ja, werden dann schon irgendwie Kopf ab, werden sie dann schon irgendwie machen. Das ist dann nicht mehr meine Sorge. Und Gaspar habe ich aber auch Selene gegenüber verraten, habe gesagt, dass er sie stürzen wollte. Allerdings hatte ich dann, das fand ich ein bisschen blöd gemacht, dann hat man nur zwei Möglichkeiten. Das war ein bisschen doof, weil man konnte hier, wie heißt sie, Priscilla? Nee, Briella? Ich und Namen, ne? Ich hab's einfach nicht mit Namen. Uschi. Genau. Die, also die ehemalige Geliebte von Brioche, die ehemalige Geliebte von Selene, die Elfin. Wir wussten ja, dass sie mit Gaspar unter einer Decke steckt, mehr oder weniger. Also nicht im, tatsächlich nicht im bildlichen Sinne, sondern nur im übertragenen. Man hatte dann aber nur die Wahl, entweder Gaspar quasi um Strang zu retten, also Selene zu überreden, dass sie ihn nicht umbringt, also nicht töten lässt, sondern ihn ins Exil schickt oder eben Brioche oder wie sie halt heißt, auch noch mit zu verraten. Ich hab dann halt, wir haben Gaspar ins Exil geschickt. Ja. Briella oder so, Genau so, Onkel. Wie genau heißt sie denn nun? Hi, Tomba, schönen guten Abend. Hallo, Hilly. Moin. Barilla. Nein, das sind Nudeln. Tja, Felix. Ach, Mensch, Felix. Ja, doch, das war schon im übertragenen Co-Bridge. Briella. Also mit einem L, ja. Melita. Ach, Kaffee zum Genuss. Gut. Ja. So ist der Ball bei mir ausgegangen. Gibt es mit Halam Shiral Probleme? Mit Halam Shiral gibt es immer Probleme. Wir haben einige Verträge verloren, sie aber mehr als aufgewogen. Die ein oder andere Empfehlung könnte allerdings einige durchtrennte Fäden wieder verknüpfen. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Das solltet ihr besser an eurem Kartentisch entscheiden. Und dem komme ich lieber nicht zu nahe. Alles klar. Weitermachen. Wir sind hier, wenn ihr etwas braucht, Inquisitor. Ja, das sowieso. Also das, was Onkel sagt, ne? Verkauf von Waffenplänen, aushandeln, Einsatz verfügbar. Okay. Natürlich. Ein andermal. Ganz bestimmt. Gut, dann sollten wir jetzt gegebenenfalls dringend mit Liliana reden. Wir könnten auch nochmal eine ganz kleine Runde drehen wegen gegebenenfalls Büchern. Da könnten neue da sein. Machen wir das doch einfach mal. Gundeltraut? Nee. Ich war schon sehr nah dran. Ja, also... Und ich hab's wirklich nicht mit Namen. Namen sind einfach nicht mein Ding. Da haben wir doch direkt wieder ein Buch. Genau deswegen bin ich hier. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir noch 8. Snursula? Uff, Jörg. Uff. Was denn? Ja, ich weiß. Ich weiß. Wieso bin ich eigentlich so... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin dreckig. Also, ne, die Beine sehen so... Es sieht komisch aus. Das
Nenne ich mal eine Halle, die der Inquisition würdig ist. Oh, hey! Sie haben aufgeräumt! Oh, guck! Warum zur Hölle haben wir Schiffe an der Wand? Das gute Essen vergammelt doch. Und wieso sieht das Baguette irgendwie merkwürdig aus? Zur Hölle, warum glänzt das so? Wie du es so eingestellt hast? Ich habe Schiffe an den Wänden eingestellt? Echt? Uff. Und was zur Hölle ist denn... Was ist denn das? Es sieht ja gruselig aus. Nun gut. Aber generell ist das doch jetzt... ja, ich weiß. Onkel, okay, muss mir das nicht sagen. Ich weiß schon. Ich habe mir das jetzt schon gedacht, dass ich das unten an der Krypta, an dem Tisch wieder ändern kann. Mir geht es ja jetzt erstmal darum, dass wir jetzt erste Mal jetzt die Halle sehen in aufgeräumtem Zustand. Die sah ja vorher aus wie die Sau. Ja. Lag ja alles noch vollkommen durcheinander und zwar kaputt und... Überhaupt und sowieso. Und hier sitzt Josephine. Und da will ich jetzt aber vielleicht... Warte mal, wir können mal runtergehen. Hi, Viper. Uff, Viper. Ich hänge an irgendwas. Wait, was ist hier los? Buch. 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 Nice. Läuft. Okay, das ist doch schon mal fein. Hier ist unser kleines und so und eventuell, genau, ist hier noch ein Büchlein und hier sind ganz viele Dingens schon, die wir gesammelt haben. Total toll. Und hier ist die Küche und natürlich liegt auch in der Küche ein Buch. Das ist ja nur logisch. Okay. Dann tippeln wir jetzt wieder hoch. Hoch, warte, da. Nee, da. Und jetzt kriegen wir mal hier drüben. Ein Kochbuch. Das glaube ich nicht. So. Mahlzeit. Sag ich mal kurz hier. Alles klar. Hallo. Euch wurde eine Aufgabe gestellt, Inquisitor. Hier ist sie. Mhm. Toll. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Dank des derzeitigen Zustandes der Himmelsfeste kann ich meinen Pflichten mit maximaler Effizienz nachgehen. Weitermachen. Ja, Inquisitor. Nice. Die Kaiserin schickt uns eine Auswahl seltener Bücher. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Okay. Der könnte mal ein paar Bücher für mich finden, der Sack. Dorian, alles gut? War das nicht großartig im Winterpalast? Total toll. Ihr habt eine Kaiserin gerettet und jetzt frisst sie euch aus der Hand. Allein die Vorstellung. Bei all diesen Tänzen der Politik und den Morden bekomme ich ein bisschen Heimweh. Ach. Also, war das etwas, das ihr gerne häufiger machen würdet? Zusehen, wie ihr ein ganzes Reich um den Finger wickelt? Aber gerne. Allerdings bleibt natürlich nur noch Tevinter. Und da würde es vermutlich nicht ganz so gut funktionieren. Heller Erdes. Nein. Warum nicht? Unsere Tänze sind weitaus heftiger. Sollte ein Abend ohne Mord vergehen, rümpfen wir die Nase und erachten ihn als langweilig. Mhm. Übrigens, ich hoffe, ihr habt den Schinken gekostet, den sie aufgetischt haben. Er hat nach Verzweiflung geschmeckt. Absolut faszinierend. Faszinierend. Okay. Ich sollte gehen. Tut das. Ich mag es, euch dabei zu beobachten. Ach, schön. Seid mir gegrüßt, Inquisitor. Alles gut? Ich nehme an, mit den Magiern ist alles in Ordnung?
Die meisten von uns sind erleichtert. Eine Allianz mit der Inquisition. Die Frage ist nur, wie lange. Ja, ja, daran ist nichts neu. Ja, lass mich, sei ruhig. Halt die. Psst. Wie schmeckt Verzweiflung? Offensichtlich wie der Schinken, den sie aufgetischt haben. Wie Schinken? Wie Hühnchen. Alles schmeckt nach Hühnchen. Da ist noch ein Buch und Liliana. Es ist also wahr. Einige sehen Cassandra oder sogar mich als Justinias Nachfolgerin. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich möglich wäre. Es gibt schließlich keinen Mangel an Geiern, die den Sonnenthron umkreisen. Ihr seid ihre letzte Option. Nett. Strebt ihr wirklich danach, die Göttliche zu werden? Als Justinia noch lebte, hätte ich jeden ausgelacht, der auch nur angedeutet hätte, ich könnte ihre Nachfolgerin werden. Die Dinge haben sich geändert. Und doch bin ich mir nicht sicher. Der Wiederaufbau der Kirche wird dem Versuch ähneln, ein sinkendes Schiff durch einen Sturm zu steuern. Wir müssen ja jetzt hier ein bisschen, ne, also ich, wobei ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wir könnten, wir halten uns mal, wir... Niemand würde es euch verdenken, wenn ihr das Schiff verlasst. Runter vom Schiff und direkt ins Meer. Ihr denkt doch, Thedas hasst die Magier, oder? Glaubt ihr dann nicht, dass die Leute der Magie die Schuld geben werden, falls die Kirche fällt? Seht euch nur an, was alles geschehen ist. Die Kirche von Kirkwall, der Krieg, die Bresche. Und immer sind Magier beteiligt. Ohne die Führung durch die Kirche wird der Hass außer Kontrolle geraten. Warum sollte ich einen Schinken probieren, der nach Verzweiflung schmeckt? Ja, aber du weißt doch gar nicht, wie Verzweiflung schmeckt. Fragt er, was für ein böser Inquisitor sein will? Ist Kisaragi so... Kanalisieren wir den Hass. Hi, Leveler. Weiß der Geier oder... was? Weißt du, Schrauri? Ein schielender Blick drauf. Ach, mein Lappen guckt immer so. Tommy guckt halt immer so. Na, ihr habt ja wirklich keine sonderlich hohe Meinung von Theodosia. Die Leute sorgen sich nur um einfache Dinge. Ihre Welt ist klein. Und alles, was darüber hinausgeht, ist unbekannt und etwas, das es zu fürchten gilt. Und solange man ihnen keinen anderen Weg zeigt, werden sie so weiterleben. Aber diese Diskussion ist verfrüht. Falls Korypheus siegt, wird die Suche nach einer neuen Göttlichen das kleinste unserer Probleme sein. Okay. Okay, eventuell muss ich ja doch noch keine von beiden wegschicken oder so. Das wäre ja eigentlich auch ganz, ganz nett. Oh, alles klar, das ist also irgendein Liedtext, den ich wieder nicht kenne. Gott sei Dank. Carrie, moin, hallöchen, Fiddlefuchs, moin. Okay, hier ist nix. Ja, da bin ich jetzt nicht böse drum. Ja? Da bin ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht böse. Kann Raupe das nicht? Ja, vielleicht kenne ich es, aber es fällt mir halt einfach gerade nicht ein. Also es ist halt auch einfach denkbar. Ich bin manchmal einfach... Na, das ist jetzt nicht nett, Onkel. Toll. Mit den Tränen der Witwen gepökelt. Hi, Danaris. Am Schleier schweben Geister, die die Throne mächtiger Länder beäugen. All die Machenschaften, die Vertrauensbrüche. Seit unserer Zeit in Halam Shiral verstehe ich, warum. Ich hatte ganz vergessen, wie sehr mir die höfischen Intrigen fehlten. Guten Abend, Rumpelrenni. Hallöchen, Julina. Ich habe auch Sorge, dass da plötzlich Armbänder auftauchen. Den kompletten Unterarm lang. Na doch.
Natürlich kenne ich Wolle Petri, Ingo. Ja? Das durchaus. Aber das Lied nur gerade, also spontan sagt es mir nichts und da bin ich auch nicht böse drum. Ja? Das ist schon okay. Dafür habe ich jetzt die ganze Zeit Das ist Wahnsinn. Nee, 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 nee. Ist auch nicht besser, ja? Schön, dass es euch gefallen hat. Politische Winkelzüge, gebrochene Versprechen, Halbwahrheiten, ein Palast voller Motivation. Und Motivation ist die Triebfeder großer Leistungen. So oder so müsste Selene jetzt eine treue Verbündete sein. Vor allem, nachdem ihr geholfen habt, Briella aus dem Spiel zu nehmen. Aber das habe ich nicht. Das ist nicht passiert. Das ist falsch. Ich hätte sie ja gern noch verraten, aber es ging nicht. Aber, ja. Es ist nicht falsch, aber nun, wieso ist es nicht falsch? Habt ihr Bedenken, wie wir mit Briella verfahren sind? Nein. Warum sollte ich missbilligen, dass... Oh, weil wir beide Elfen sind. Verzeiht, ich war verwirrt. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, viel mit den Elfen gemein zu haben. Ja, ich weiß. Das solltet ihr auch nicht. Die Form eurer Ohren ist nicht entscheidend. Sie sind nicht euer Volk. Nein, das sind sie nicht. Ich kam zur Inquisition, um die Welt zu retten. Unabhängig von meinem Volk war das die beste Möglichkeit, ihm zu helfen. Was die Elfen in Orlais angeht, hat Briella getan, was sie konnte. Sie war eine bewundernswerte Frau, obwohl sie gescheitert ist. Briellas Plan hätte dafür gesorgt, dass sich alle gegenseitig umbringen. Das versuche ich zu vermeiden. Sie hätte sich auf tatsächliche Gefahren konzentrieren können. Das sagt sich so leicht. Aber es ist nur schwer umzusetzen, wenn nur wenige Leute euch sehen, anstatt lediglich ein paar spitze Ohren zu sehen. Also, was natürlich, was ich mir vielleicht vorstellen kann, vielleicht spricht er ja darauf an, dass wir ihr nicht geholfen haben. Ja? Also, wir hätten ja Briella wirklich helfen können. Ja? Das haben wir nicht getan. Vielleicht ist das ja, also, aber mit ihr verfahren, also, es ist ja nicht, wir haben, was ist denn passiert? Sie konnte ihren Plan halt nicht in die Tat umsetzen. Tja, scheiße geplant. Das ist ja nicht mein Fehler. Also das Gespräch kam mir jetzt ehrlich gesagt fast so vor, als wäre es für beide Situationen geschrieben gewesen. Also unabhängig davon, ob wir sie zum Schluss noch verraten hätten an Selene oder nicht. Ich vermute fast, in beiden Fällen wäre das Gespräch gleich verlaufen. Ich muss dringend ein Wörtchen mit meinem Verleger reden. Genau genommen sind es zwei. Du und Mistkerl. Er behauptet seit Jahren, meine Kriminalromane würden sich in Orlais nicht verkaufen. Aber warum will der Rat der Herolde dann Autogramme von mir? Tut mir leid, ich schweife ab. Egal, kann ich euch irgendwie helfen? Hm. Hm. Ich bin
meine Mütze aufsetze, schon sehen die Leute, die nicht mehr als Elfe. Kommen ja nicht mit Logik. Naja, ich versuche es ja schon zu verstehen. Es ist dein alleiniger Fehler, dass Briella schlecht geplant hat. Das Ende des Balls auch nochmal gespielt, weil es auf mich auch komisch gewirkt hat, aber es ist alles soweit richtig. Ja, aber ist das Gespräch mit Solas gleich, Joker? Also das, was ich gerade gesagt habe, trifft das zu? Weil dann haben sie es einfach wieder verwertet. So, dass es auf beide Arten funktioniert. Kann ja sein. Okay. Man sieht nichts Neues bei Varric. Wo war ich denn jetzt überall? Achso, warte mal, was ist eigentlich mit ihm? Können wir hier noch irgendwie? Er steht hier so. Steinwohl, Inquisitor. Ach ja, das ist ja der Typ, der sich hier um die Dinger an der Wand die Mosaike kümmert. So. Gucken wir mal ganz kurz hier noch. Ja, offensichtlich ist ja dann doch, also war das hauptstrangmäßig jetzt schon irgendwie wichtig. Deswegen kann man ja mal wieder überall rumgucken. Rumgucken. Was ist mit meinem Thron? Hast du was gegen meinen Thron? Mein Thron, Finger weg. Eins. Mahlzeit. Geht. Hey. Hat sich gelohnt, rumzugucken. Was für eine gewaltige Festung, Inquisitor. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Ort bis vor kurzem noch völlig heruntergekommen war, bewohnt allein von den Verzweifelten und Verlorenen. Und nun ist sie Schauplatz von Ereignissen, die drohen, die Welt zu erschüttern. Ich frage mich, ob ihr das wohl gefällt. Das klingt, als hättet ihr schon früher von der Himmelsfeste gehört. Diese Festung wurde auf den Überresten einer heiligen Stätte der Altelfen erbaut. Sie nannten sie Tarasulan, der Ort, an dem der Himmel behütet wird. Es heißt, sie hätten von hier aus in den Himmel gegriffen, um ihn hier unten zur Ruhe zu betten. Später verließen sie diesen Ort, ebenso wie die Menschen, die nach ihnen kamen. Knochen, getürmt auf Knochen. Ruhend bis zu eurer Ankunft. Ich mag diesen Ort und ich habe ihn zu meinem Zuhause gemacht. Die Magie dieses Ortes ist in die Steine gesickert und schützt die Feste vor der Dunkelheit. Jene, die sie zerfallen ließen, wussten nicht, was sie an ihr hatten. Ihr hingegen werdet sie zu würdigen wissen. Davon bin ich überzeugt. Es war nett von euch, meine Hilfe willkommen zu heißen, Inquisitor. Und das, obwohl ihr nur wenig über mich wisst. Oh, Morrigan, ich weiß so viel. Aber jegliches Wissen, das mir zur Verfügung steht, nutzen, um euch so gut ich kann zu helfen. Das schwöre ich euch. Ich weiß jegliche Hilfe zu schätzen, die ihr uns anbieten könnt. Das dämliche Manche Grinsen. Manche mögen Korypheus für verrückt halten, weil er nach Göttlichkeit strebt. Und doch müssen wir uns fragen, was waren die alten Götter? Und welche ihrer Geheimnisse kannten die alten Magister? Was ich fürchte, was alle fürchten sollten, ist nicht, dass Korypheus glaubt, er könne Erfolg haben, sondern dass es ihm tatsächlich gelingen könnte. Das werden wir zu verhindern wissen, Morrigan. Ah, auch im Garten unterwegs? Nö. Ich wüsste gerne mehr über euch. Ah ja, zum Beispiel, woher diese seltsame Frau kommt, die sich in die Inquisition eingeschlichen hat. Ich war einmal eine Abtrünnige, die fernab des banalen Einflusses der Kirche in der Korkari-Wildnis lebte. Dann kam die fünfte Verderbnis mit ihrer dunklen Brut und ich verließ Ferelden, um an den kaiserlichen Hof zu gehen. Die Adeligen in Orlais sind sicher ausgesprochen erleichtert, dass ich jetzt hier bin. Woher sollte sie das wissen? Was? Okay, was meinst du? Also mit der Inquisitor, der Lappen kann nichts über Morrigan wissen.
Verehrte Frage. Ach so, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, woher Morgi. Also, der, bei mir hatten die zwei nichts miteinander. Ihr wart während der Verderbnis in Ferelden? Die Verderbnis nahm in der Korkari-Wildnis ihren Anfang, insofern ja. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Für eine gewisse Zeit kämpfte ich sogar an der Seite der Heldin von Ferelden. Es war ihr Verdienst, dass die Verderbnis besiegt wurde. Wir haben uns nicht im Guten getrennt. Ich bereue vieles. Aber das am meisten. Und danach kam ich nach Orlais. An den letzten Ort, an dem er mich suchen würde. Jedenfalls war das meine Hoffnung. Imwolf, ich lese dort zwischen den Zeilen. Sag mal, Raupe, wann soll NW New World released werden? Höchstwahrscheinlich soll das heißen. Der Satz. Sollte meine Vermutung richtig sein, dann ist die Antwort darauf am 31.08. Es ist erstaunlich, dass eine Abtrünnige so frei leben konnte. Ja, das irritiert alle, die erwarten, dass sich Abtrünnige in irgendein Loch verkriechen. Ich stehe vor ihnen und frage sie, wozu ich irgendeinen Kirchenmagier brauchen sollte, der mir erklärt, wie ich meine Macht kontrollieren kann. Würden sie nachts besser schlafen, wenn sie mich an die Leine nehmen? Egal, ihr Wohlbefinden interessiert mich nicht. Natürlich hilft es, mächtige Freunde zu haben. Jemanden wie euch würde man am Orlesianischen Hof gar nicht vermuten. Das war eigentlich auch der Sinn der Sache. Ich wusste, dass sich die Kaiserin für alles Arkane interessiert und ich Antworten auf Fragen hatte, die kein Kirchenmagier beantworten konnte. Wir passten perfekt zusammen. Ich wurde ihre Ratgeberin und sie gewährte mir als meine Gönnerin Zuflucht. Aber lange hätte unser Arrangement wohl nicht mehr gehalten. Es gab einfach zu viel Gerede, selbst für Selene. Ja, das ist immer schwierig, dann bis zum nächsten Mal. Jeder mag Morgan, Ingo. Nichts, wovon du wüsstest. Koala wieder. Haben die sich gehasst, wie die Pest war, lustig zuzuhören? Also heißt aber, wenn du meine Daumen hättest, würdest du auch nur Quatsch schreiben. Nee, alles gut. Wenn du am Telefon tippst, kann ich das schon. Ich kann das gut nachvollziehen. Alles in Ordnung. Und ich konnte es ja übersetzen im Wolf. Hat ja gut funktioniert. Ja? Ja, alles okay. Ah. Hier ist offensichtlich, was auch immer dahinter ist. Es ist golden. Okay, hier kann man jemand die Spinnenweben wegmachen, Leute. Sieht denn das hier aus? Wieso schwebt da ein Buch? Tja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Okay. Ja. Das ist ein tragendes Buch. Ich verstehe das schon. Ah. Okay. Da ist der Pfeil. Den Sims vergessen? Nee, ich glaube, das Buch soll eigentlich unten auf dem Fass liegen. Und aus irgendeinem Grund liegt es ein Stück zu hoch. Du hast immer noch nicht gefunden. Na, warst du denn mal bei dem Bibliothekar? Der steht direkt neben Dorian. Quasi.
Der hat mir die Quest gegeben, die jetzt übrigens einfach abgeschlossen ist, obviously. Habe ich dafür jetzt irgendwas bekommen? Hat mir das irgendwas gebracht jetzt? Also, bis auf hier ein paar Erfahrungspunkte? Inquisitor. Alt, hier hoch. Nee, wo geht's denn hier? Warte mal, wie war denn das? Hier hoch. Ansehen. Unendliche Dankbarkeit. Der Kunde. Ah. I saw. Ich kann jetzt nicht mit euch reden, Inquisitor. Die Arbeit ruft. Du elender Kunde, ich habe dir 48 von den Scheißbüchern zusammengesucht. Hier wollte ich gar nicht hin. Aber hey, wenn wir einmal da sind. Mhm. Kann man das Loch drum machen? Sag mal, ey, es ist irgendwie... Ab mit dem Kopf! Robert, zufriedenster Kunde ever. Na? So kann ich meine Sklaven, Mitstreiter von hier oben nicht sehen? Schade. Sandregalschubser. Hallo, der echte Keks. Schön, schön, schön. Jede Seite jedes Buchs einzeln rausreißen. Vor seiner Nase. Los gibt's, Felix. Nur noch 5 Minuten. Ach so, wenn ich einmal hier bin, warte mal. Waffen modifizieren. Hä, wo kommt denn das jetzt alles her? Habe ich so viel im Inventar gerade? Hier. Aufwertung entfernen. Hier. Weg. Weg. Es geht nicht. Speichern. Hier. Weg. Speichern. Hier. Da ist nichts mehr. Gut. Hier ist eine Strophe. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Und auch hier nicht. Und hier hinten ist es eigentlich egal. Aber ich mach's trotzdem. Das ist nur Müll und das ist... Na, ich weiß ja auch nicht. Das kann man eigentlich auch verkaufen. Hält man mal noch. Warte mal, das würde ich gerne. Da ist noch eine Modifizierung drauf. Die würde ich gerne noch runternehmen, bevor wir das verticken. Hier, das weg. Oh nein, jetzt habe ich wieder alle Wertgegenstände verkauft. Na! Warte mal, es gibt doch hier zurückholen.
Ich brauche für irgendeine... Hier. Brauchte ich doch noch, oder? Oder habe ich das schon... Habe ich die Quest fertig gemacht? Nee, siehst du? Da. Spinneneier, Spinnensekret. Ja. Die Scheiße. Das ist Mist. Kann man das irgendwie aus den Wertgegenständen rausnehmen? Das geht nicht. Das ist doch blöd gemacht. Das ist echt schlecht gemacht. Das mal so beiläufig erwähnt darf. Ja? Mist. Verfluchter. Dreck. So. Hier. Wappenvorhänge, Dekor. Ist das Dekor oder was? Ah, ja, tatsächlich. Reich von Teewinter. Freie Marschen. Rassische Kirche. Orlais. Brelden. Standard. Hier sieht doch cool aus. Löwe. Hier haben wir Orlais als Dekor. Hier haben wir ein paar Wollen. Ja, Kunari-Thron sieht auch nicht schlecht aus. Er sieht auch gut aus. Ferelden-Thron. Und mal den testweise. Das ist jetzt mal, weiß ich nicht. Also mir fehlt hier, mir fehlen ja 1, 2, 3, 4. 4 Throne habe ich nicht. Kirkwall solltest du haben. Habe ich nicht. Fenster offen. Und dann über Löcher im Himmel wundern. Da fand ich jetzt irgendwie meinen Thron vorher beeindruckender, wobei natürlich die Statuen hier an der Seite ziemlich geil sind. Ich glaube, das kommt ganz geil. Vor allem auch mit den Löwen hier vorne. Und hier noch Statue, ja. Ja. Guck mal, die Sitze sind auch gleich ganz anders hier. Die massiver, höher. Ja, ja, ich glaube, das gefällt mir gut. Inquisitor. Ja, sind das Lappenstatuen? Natürlich. Ja, doch, das gefällt mir gut, glaube ich. Und guck mal, da ist sogar hier noch ein Tisch, wo sonst irgendwie leer ist und nichts ist. Ist auch irgendwie merkwürdig. Was soll ich jetzt hier... Oh, warte mal. Echte Andraste mal 2. Katalogisierung der Himmelsfeste. 2 Andraste. Skulpturen aus Stein aus Orlais. Diesmal ist es wirklich Andraste. Sehr robust für eine Menschenstatue. Für die Ewigkeit geschaffen, polieren und Mutter Giselle übergeben zum Segnen oder was auch immer. Ich halte mich raus, Baumeister Gazi. Aha. Aha. Schick. Schick. Ah. Nice. Tag. Habt ihr schon von den neuen Behandlungsmethoden aus Orlais gehört? Nö. Ein in den Schädel gebohrtes Loch heilt angeblich die meisten Gebrechen. Stellt euch vor, wir wären nicht mehr von der Magie abhängig. Ja, Rückenschmerzen. Einfach in den Kopf bohren. Schnupfen. Einfach in den Kopf bohren. Nicht jetzt, Schwester. Ich weiß, was du vorhast, aber das hilft auch nichts. Gebrochener Finger. Einfach in den Kopf bohren. Ja. Man kennt's. Und was zur Hölle? Wieso? Wer bist du? Wer oder was? Wieso? Was bist du denn? Was ist denn... Was... Yay, yeah, wo ist mein Bohrer?
Das haben sie bei meinen Arbeitskollegen, glaube ich, auch gemacht. Oh, Aufregal, Schubser. Ja, gut, spannend. Alles gut, Dennett? Es ist alles in bester Ordnung. Das freut mich. Lebt wohl. Der Bauer stehe euch bei. Danke, wie sieht's denn hier aus? Wüstenblitz. Freimarschenstreifer. Ja, es tut mir leid, ich muss sie alle kaufen. Ich kann nicht anders. Und wir haben genug Geld. So. Alles klar. Danke. Mein Nook. Ja, Nook, Nook. So. Außerdem hat Blackwall offensichtlich irgendwas. Was ist denn los? Es heißt, ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Oh, ich hätte ja. Es gern gesehen. Das ist korrekt. Da, wie, das war's jetzt? Wir müssen über unsere Beziehung sprechen. Wie ihr wünscht. Ja. Was tut der Dude jetzt dafür? Was? Wie? Aber... Der Krieg in Orlais hat zu viele Leben gefordert. Ich bete dafür, dass er endgültig beendet ist. Das ist nicht sprechen. Nichts im Moment. Nehmt euch ein Vielleicht Zimmer. Später. Da. Hi. Inquisitor. Wow. So, warte mal. Was ist das denn? Das ist alles, was er hat? Hau ab. Nimm mir nicht sinnlos Platz ein. Verschwinde. So. Ich finde ja, die würde sich verflucht sexy auf seinem Rücken machen. Mit dem konntest du doch Einfluss kaufen. Ach ja, stimmt. Das war der Typ. Ja. Der Frosch blickt. Ich weiß nicht, was du meinst. Abenteuer des untreuen Lauchs. Vollbrennende Leidenschaft setzt am Kameraeinstellung. Ja, kann ich widerstehen. Tut mir leid. So. Und dann hätten wir eventuell noch für sie dann den hier. Der ist tatsächlich besser. Einem im Hinblick auf was auch immer das hier ist. Erzielt dem Treffer plus 3 Block. Alter Falter. Also die muss, den muss ich mir unbedingt, wir müssen jetzt noch auf 7, was, 7, 6? Hätte ich gerne noch. Vor allem hat, glaube ich, Blackwall eine Kackrüstung. Jo. Aber richtig schlecht. Also noch alt quasi. Ich meine, selbst Cole, seine mittelschwere Rüstung ist bedeutend besser.
Der Helm. Das ist ein bisschen schwierig. Den hat er ja auch gar nicht auf. So, jetzt kriegt er erstmal hier eine schicke neue... Eine schicke neue Axt. Das ist schon mal ganz geil. Guten Abend, James. Kannst du nicht schon einen besseren Schild selber herstellen? Reicht. Maybe. Mal gucken. Euer Gnaden? Oder eigentlich hauptsächlich jetzt wegen Rüstung gucken, weil mit dem mit einer 130er Rüstung rauszugehen. Also ich würde ja gern Blackwall mitnehmen wegen den Wächter, wegen den restlichen Wächter-Quests. Wo ist mein anderer? Ach da. Schwupp. So, was haben wir denn hier? Also wir haben ihm offensichtlich mal einen Chakratar angezogen. Was ja grundsätzlich jetzt nicht verkehrt ist, weil sonst habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich was. Also der Chakratar ist schon okay. Wir müssten ihn nur... Wir müssten halt nur einen neuen bauen, weil er hat noch die erste Stufe quasi. Das Chakratar an. So, dann brauchen wir erstmal ein schickes Metall. Ja, Drachenknochen habe ich leider nicht so viele. Blutsteine auch nicht. Azurit haben wir genug. Oh, Paragon-Schimmer können wir benutzen. Davon haben wir echt genügend. Oder Sturmherzen, noch besser. Aber davon habe ich nur 20, ne? Naja, was soll's. So, also Sturmherzen dahin. Das ist Verteidigung. Fernkampf. Hätte ich gerne. Ich hätte gerne Verteidigung im Nahkampf, wenn es geht. Oder Trennung bei erlittenem Treffer, das ist auch okay. Wieso gibt es eigentlich. Wieso gibt es nicht Verteidigung im Nahkampf? Mach mal Trennung. Jetzt noch ein Stoff und ein Metall. Ist auch für Verteidigung. Rauchen. Ganz Gesundheit. So, hier kommt. Ah, durchs Metall kommt die Verteidigung im Nahkampf, ne? Ja. Okay. Änderten sich hier farblich was? Gar nicht, ne? Ist egal. Dann nehmen wir Viridium. Hi, Barney. Hallo, Kalimtor. James hatte ich, ne? Perfekt geschützt gegen Angriffe auf seine Schultern. Überall sonst? Nein, das ist super. So. Heilungsbonus. Jetzt wird das wird natürlich jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was es hier gibt. Verteidigung gegen Magie. Das wäre schon mal ganz schick. Da ist Resistenzen. ...21% Heilungsbonus. Ja. Ja, dann kriegst du was Grünes. Das mag ich doch. Estrickwolle. Und dann haben wir noch... hier.
Fähigkeit, 10% Chance, 10%ige Chance, 5 Sekunden lang wandelnde Bombe zu aktivieren, der Explosion 50% des Waffenschaden verursacht. 20% Schadensbonus, wenn 5 Sekunden lang kein Treffer erlitten wurde. Zählt das auch, wenn das gegen die Barriere läuft? Das ist die Frage. Zählt der hier auch, wenn es gegen die Barriere läuft? Also gilt es dann nicht als Treffer? Das ist ja die. Das ist ja so ein bisschen. Wenn die Hälfte der Gesundheit wiederhergestellt wird. Krähenfüße zu verteilen. Die wird den Waffenschaden pro Sekunde verursachen. Maximale Ausdauer. Zusätzlicher Fokus für jeden Gegner im Umkreis von 8 Metern. Kettenblitzschaden. Nett. Geht dem Treffer plus 3 Block. Oh wait, der. Ich brauche den hier. Wie dumm das klingt, aber wir müssen wieder. Das müssen. Ja, es muss wieder. Das habe ich ganz vergessen. Er ist ja Nahkämpfer. Das hätte ich gerne wie bei Cole. Dass der Block aufbaut. Nice. Schickes Ding. Direkt besser. Und den ziehen wir ihm jetzt an. Und dann kann ich ihn nämlich auch mitnehmen. Und dann kann das hier weg. So. Ja, mein Abdallah, helfen Sie uns. Ja, niemand weiß es. Es weiß wieder niemand. Rune auf Waffe? Ja, gleich. Ich wollte nur noch gucken, ob wir auch noch einen Helm herstellen können. Aber ich kann nur Abenteurerhauben. Ich meine, eine Abenteurerhaube ist vermutlich besser als nichts. Bei Helm des Inquisitors kann vermutlich nur der Inquisitor tragen. Ne? Und Gott sei Dank sehen wir ja den Helm nicht. Ne? Von dem hier, warte, cool, Blackwall. Oder? Also die Helme des Inquisitors sind doch sowieso nur tragbar bei Inquisitor. Elf, Zwerg oder Mensch. Na gut, Blackwall ist ein Mensch, aber hier steht eigentlich nicht dran. Nur Inquisitor. Kann ich ihm den dann vielleicht doch verpassen? Würde da stehen? Okay. Dann kriegt er den. Rüstungswert. Na, Drachenknochen will ich jetzt eigentlich nicht ausgeben. Ganz ehrlich. Wobei, vielleicht kann man die... Nee, man kann bestimmt keine Drachenknochen kaufen, oder? Das ist nicht so toll. Ja, mach mal aus Obsidian. Achtzehn ist besser als gar nichts. Und was haben wir hier? Resistenzen. Ich mache nochmal Verteidigung gegen Magie drauf. Keine Resistenzen. Es ist besser als gar nicht. Ich bin so von Drachenknochen auch aufgeschoben, bis es fast vorbei war. Ja, ist vielleicht auch nicht so schlau, aber naja. Ich sehe mich schon kommen. Ich habe zum Schluss die ganzen guten Rohstoffe sowieso noch. So, besser als gar nichts. Hi Lumpi, hi Tobi. Mhm.
denn, wie ist das denn beim, muss man da studiert haben? Nö, du guckst einfach nur, dass du gute Werte kriegst. Nö, nö. Also das Spiel zwingt dich ja auch nicht dazu, Sachen herzustellen. Also kannst du ja auch lassen. Kannst ja auch einfach, Na, gucken wir gleich noch. Ach so, nee, muss ja dann mitnehmen, ne? Brauch ja jetzt im Prinzip irgendeine Rune, die ich drauf mache. Was nehmen wir denn da? Das ist eine sehr gute Waffe. Also eigentlich will ich da, was... Weiß jemand auf Anhieb, was so die beste Rune ist? Bau doch Verderben. Habe ich nicht vielleicht noch eine Verderben, Russi? Nee, sieht nicht so aus. Kann ich die bauen? Ja, stimmt, ne? Es ging irgendwie. Wie ging denn das? Ich kann mir das auch alles nicht merken. Das ging bei Waffen, ne? Nicht modifizieren, sondern herstellen. Waffe herstellen und dann hier, genau. Verderben, kann ich nicht, fehlt mir Lyrium. Oh, ich rotes Lyrium. 4 Stück. Moin, Madas. Schaden gegen Unsterbliche klingt ja auch eher sinnlos. Warte, es wird jetzt kurz wieder laut, es tut mir leid. Vor kurzem hatten wir hier einen Besucher, der sich als Venatori entpuppte. Der hat kein rotes Lyrium. Hauptsache, der Kunde hat Drachenknochen, aber kein rotes Lyrium, oder was? Das gibt's doch nicht. Na, was nu? Das ist aber schlecht. Wo kriege ich denn ein rotes Lyrium her? Mardas! Also ernst gemeinte Frage, falls das jemand weiß. Mardas, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 29 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Der Fensterrahmen und die Gardine werden geliefert. Dankeschön. Rote Templer töten. Ah. Wir haben ihn an das Monster unter den Bodendielen verfüttert. Welch herrlich knirschendes Geräusch. Sind sie alle so? Ach nee, das sind nur Pläne, ne? Ja, das sind nur Pläne. Ich hätte eventuell gehofft, vielleicht hat er ja noch... Das sind auch alles nur Pläne. Halt... Schade. Ihr könnt den winzigen Bären gerne streicheln, aber seid bitte behutsam. Es war äußerst kostspielig, ihn von einem Magister schrumpfen.
Winterpalast? Hä? Was? Was? Ach, das ist dann irgendwann DLC. Ja, da bin ich noch nicht. Ja gut, dann kann ich die aber noch nicht machen. Das ist einfach schon mal Fakt. Ja, dann kann ich die Rune, kann ich halt einfach nicht bauen. Was schade ist. Dann nehme ich halt zwischenzeitlich irgendeine andere. Wenn der Palast in Halam Shirai, ne, da komme ich gerade zumindest nicht hin. Stimmt, das war ja, dort fand doch der Ball statt. Was mit Rarik, meine ich, bekommt man auch eine Menge rotem Lyrium. Da habe ich vermutlich die zwei her, die ich schon habe. Gehe ich mal stark davon aus. Rote Templer trifft man doch genug. Ja, aber nicht jeder rote Templer droppt so ein Ding. Sonst hätte ich schon bedeutend mehr. Ich habe Ihnen gesagt, ein besseres Angebot können wir Ihnen nicht machen. Und natürlich haben Sie abgelehnt. Oh, aus irgendeinem Grund ist hier schon wieder was am Thron. Das machen wir dann gleich. Na gut. Wir können ja in der Zwischenzeit irgendeine andere Rune draufpacken. Das ist Geistschaden. Wenn ich die hier drauf packe. Ach nee, Beschränkung nur Stäbe. Gerade schon erledigt. Wo habt ihr das Hämmern gelernt? Soll ich denn eine andere bauen? Können wir nicht die hier bauen? Können wir doch bauen. Ist die nicht gut? Schaden gegen Verderbt? Bau die jetzt. Die sind nur gegen Templer. Ach, das bringt sozusagen gegen alle anderen dann nichts, oder was? Steht in der Liste ganz unten. Mit roten Templern dunkler Brut mit jedem Schlag Bonusschaden zu. Ah. Now I see. Na gut, dann ist ja jetzt schön, dass ich sie habe. Ist ja übel sinnvoll. Ja gut, dann nehme ich die Blitzrune, die in der Kiste liegt. Da kriegt wenigstens alles 10 mehr Schaden. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Da ist eine Rune drauf. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen... Die Frage ist, ob der geile Effekt weggeht, wenn ich die Rune austausche. Ja, der geht weg.
Ach, es gibt einen anderen Effekt. Ach, was soll's, ich lasse hier einfach erstmal so. Ach, da. Bis ich die ordentliche Rune kriege. Ich bin wie ich bin, es tut mir leid, ich bin eigen. So, das packen wir weg, das packen wir weg. Wir verkaufen Dinge. Vergessen, Ink auf hier rauszumachen. Ich hab den Knauf vergessen. Achso, nee, war ja richtig. So, die kann weg eigentlich. War ja auch grau. Ich wusste nicht, dass der grau ist. Wieso ist denn das? Ach so, das ist unser Wertgegenstände, weil ich das da hingepackt habe. Okay. Ich muss unbedingt darauf achten, dass ich jetzt nicht mehr automatisch Wertgegenstände verkaufe. Das sind deine Go-To-Team-Zusammenstellungen. Na, zuletzt war ich jetzt immer mit Cassandra Varric. Also, Cassandra und Varric sind für mich eigentlich fest. Die sind für mich wirklich immer fest. Und jetzt zuletzt hatte ich Cole immer dabei, davor hatte ich Dorian dabei, Blackwall hatten wir auch schon dabei, wir hatten auch den Bullen schon dabei, wir hatten Sarah dabei, aber ja. Also ich versuche eigentlich immer mal jemand anderen mitzunehmen, außer halt die Tatsache, dass Varric und Cassandra definitiv fest und dann den einen, den da tausche ich dann, da kann ich dann mal austauschen. So wie jetzt. Ja. Jetzt will ich ja auch gerade austauschen. Okay, ich wollte gerade nur noch gucken, ob ich Wertgegenstände lagern kann. Kann ich aber nicht. Das ist blöd. Wieso kann man keine Wertgegenstände lagern? Solas, meinst du? Solas? Hi, Pavades. Ich setze mich mal kurz hier hin. Yes, bitte unbedingt dran denken. Nicht, dass du jetzt aus Versehen irgendwie was schreibst oder so. Ich spiele das zum ersten Mal, ne? Also ich kenne es nicht. Gar nicht. Ne? Hallo Heinz. Eine Stunde Nachmittagsschlaf gemacht. Was aus? Jetzt bin ich müde. Ja nun. Ich denke, bei dieser Beschuldigten ist keinerlei Erinnerung vonnöten. Sowohl ihre Tat als auch ihre Gefangennahme hätten nicht öffentlicher sein können. Großherzogin Floriane de Chalon. Obwohl ihre Titel zu jenen Dingen zählen, die sie schon bald verlieren könnte. Mm. Sie hat ihr Leben trotz ihres Hochverrats verschont. Nun liegt die Entscheidung, was mit ihr geschehen soll, erneut bei euch. Wieso? Warum? Die Folgen unseres Tanzes scheinen weiterhin nachzuhallen, Lady Floriane. Pah! Ungeachtet ihres Verhaltens erkennt Lady Floriane eure Autorität an. Sollte ich euch etwa im Namen des Ältesten verfluchen? Mir ist durchaus bewusst, dass er nie vorhatte, mich für meine Gefolgschaft zu belohnen. Also tut, was ihr tun müsst. Euer Sieg mag mir missfallen, aber ich respektiere, wie ihr das Spiel beherrscht. Selene weiß nicht, welches Glück sie hatte. Ja, das ist an dem Thron irgendwie ein bisschen ungünstig, Mardas. Ich glaube, ich muss wieder den anderen Thron wählen.
Ja, die 6 ist irgendwie lustig. Steckt sie in ein Narrenkostüm. Ja, genau so, Kisaragi. Genau so. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Was machen wir denn jetzt mit ihr? Warum haben die die nicht geköpft? Das ist nicht lustig, sondern demütigend. Das ist mir schon klar, aber... Also ich meine, die hat Hochverrat begangen. Warum... Also erstens, warum schickt die die... Ich verstehe es nicht. Warum schickt die die zu uns und warum können wir nicht sagen, Kopf ab? Was ist denn hier los? Merrick, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 39 Monate. Du bekommst den 3. Stein für den Kamin. Dankeschön. Versteh's nicht ganz. Hochverrat ist Standpunktsache. Na ja. Die 1 nehmen? Aber bei der echt eigentlich gar nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Die immer rekrutiert? Aber ich mag die nicht. Die ist so, die, also jetzt mal, also, buh. Also, das ist... Weißt du was? Wie die meisten Adeligen hat sie niemals das Leben derer kennengelernt, die sie in Gefahr gebracht hat. Lady Florian, ich gebe euch eine Chance. Ihr leistet gemeinnützige Arbeit. Landarbeit. Tut etwas Gutes. Ihr verurteilt mich dazu, unter Tieren zu leben? Das ist einfach nur lächerlich. Buff. Sie ist arglistig und sie ist ziemlich gut darin. Ja, das ist mir schon... Nein, ich will hier gar nicht hin. Das ist mir schon durchaus bewusst, aber irgendwie ist es trotzdem... Also... Hey, warte mal. Ich hatte gerade in den Quartieren eine Quest. Wait. Richtig. Du. Wo denn? Wo sollten die sein? Ist jemand in meinem Zimmer? Nö. Hä? Jetzt wird's aber merkwürdig. Ratsraum. Ach so. Okay. Merkwürdig, dass ich das außerhalb nicht... Oh, cool, ich kann die Bücher immer noch sammeln, wie nutzlos. Merkwürdig, dass ich das außerhalb nicht sehe. Also, hier nicht. Ach, hier bin ich plötzlich super weit weg. Aber sobald ich da durch diese Tür gehe, bin ich dann plötzlich hier hinten. Ach so. Klar. Das ist natürlich logisch. So, Josephine, hast du noch was? Es war so erfrischend, wieder mitten im Spiel zu sein. Mein letzter Besuch in Halam Shiral war bei Gräfin Letiens Vermählung. Es gab ein Dutzend Skandale, 5 geheime Bündnisse und ein Duell zwischen 2 Chevaliers um einen erlesenen antivanischen Portwein. Die Entlarvung der Herzogin war allerdings das erste Mal, dass ich den Winterpalast wirklich schockiert gesehen habe. Zumindest kann niemand behaupten, der Abend wäre nicht denkwürdig gewesen. Ich bin mir sicher, in Val-Royaux werden schon Lieder darüber geschrieben. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren immer stärker in geschlossenen Kreisen abgespielt. Und Corypheus hat sich das geschickt zunutze gemacht.
Es ist beunruhigend, dass nur so wenige Angehörige des Orlesianischen Hofes von den Machenschaften der Herzogin wussten. Die Kaiserin war sich bewusst, dass sie in Gefahr schwebte. Sie ist immer in Gefahr. Diejenigen, die ihr loyal gegenüberstehen, hätten wachsamer sein müssen. Doch lasst uns nicht vergessen, was wir gewonnen haben. Eure Taten während des Balls haben uns sowohl Verbündete als auch Gefälligkeiten gesichert. Ich hatte die ganze Zeit über Angst, ich könnte den falschen Löffel benutzen oder irgendeinem General auf die Füße treten. Und das war auch gut so. Weit weniger schwerwiegende Fehltritte haben schon zu Fäden geführt, die sich über ganze Zeitalter erstreckten. Wirklich? Inquisitor, unterschätzt niemals die Feindseligkeit jener, die die Empörung zu einer Tugend erhoben haben. So, hier sieht's irgendwie immer noch aus. Das könnte auch mal jemand aufräumen. Atlantis, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 4 Monate. Der Elektriker ist auf dem Weg zu dir, wird den Lichtschalter installieren. Du darfst die Kartoffeln aus dem Textil deiner Wahl mit in die Gummizelle nehmen, damit die Füße nicht mehr frieren müssen. Dankeschön. Inquisitionsbonus. Nice. Ja, nehmen wir den. Gut. Hatte ich keine Quests laufen? Kann das sein? Kann sein. Wir sind beim letzten Mal, glaube ich, direkt in den Ball gestartet. Und ich habe nichts vorher laufen lassen. Endlich mal ein Schalter. Alter. Es war interessant zu sehen, wie viel sich in Halam Shiral geändert hat. Und wie wenig. Madame Méprise gehört einfach zum Inventar. Hier wird die Sonne erkalten, als dass sie sich zur Ruhe setzt. Das wird sie machen, oder? Also muss sie machen. Botschafterin Montier, ich habe über euren letzten Brief nachgedacht und da ich euch nach dem Zwischenfall in Cumberland eine Gefälligkeit schulde, mich nach etwas umgesehen, das euch bei der Lösung eures Mysteriums helfen könnte. Ich habe einen Geschäftsfreund in Minrefus, dessen Bruder im Altertumsrat des dortigen Zirkels arbeitet. Für die ein oder andere Gefälligkeit wäre er wohl bereit, euren Text zu übersetzen. Ich muss euch allerdings warnen, es dürften recht teure Gefälligkeiten sein. Andererseits ist das wohl eure beste Chance. Alle hopp. Zack. Anbei übersende ich euch die vollständige Übersetzung eures faszinierenden Manuskriptes, das unsere Scholaren auf die Zeit vor der ersten Verderbnis datieren. Der Dialekt hat in der historischen Linguistik für ziemlichen Wirbel gesorgt. Der Altertumsrat würde die Zusammenarbeit mit der Inquisition gerne vertiefen, falls ihr auf weitere in Teven verfasste Dokumente aus der Zeit vor der Verderbnis stoßen solltet. Wir haben ein neues Gebiet. Ach, die Westgrate. Ah, okay. Okay. Natürlich mit Spoiler-Tag, sehr gut. Wasserposten für den Prof. Also Laboruntersuchung mit Scherbenuntersuchung. Wir müssen ja eigentlich hier oben das jetzt eher machen, ne? Gerade der Magie. Baut sich was zusammen. Die Stadt ist der Sitz des Rats der Magie, der vor dem Ausbruch des Magieraufstands das philosophische Zentrum aller Zirkel der Magie war. Heute ist der weitgehend verlassene Rat eine Zuflucht für geflohene Magier. Dieser Umstand hat den Zorn der örtlichen Bevölkerung geweckt, die damit droht, den Rat bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Gleichzeitig unternimmt Herzog Sandrei Anaxas nichts,
um den aufgebrachten Mob zu stoppen. Emissäre der Inquisition vermuten, dass die Menge von Venatori aufgestachelt wird, die nach der Zerstörung der magischen Schutzmechanismen des Rates verschiedene Artefakte in ihren Besitz bringen wollen. Wer ist denn am schnellsten? Truppen! Unschuldigen beschützen, alles Brauchbare requirieren. Na dann, Attacke. Nun denn. Schicken wir die Truppen. Also. Unterstützung für Cassandra. Das sind die Waffenpläne. Ja, das können wir ja mal machen. Wurde kürzlich von einem talentierten, findigen jungen Schmied aus Anderfalls aufmerksam. Nachdem wir einander dank meiner Verbindung vorgestellt worden waren, handelte ich mit ihm im Verkauf seiner Waffenpläne an die Inquisition aus. Nun aber wurde ich von einem Adligen in Voldorma überboten, der eine Privatarmee unterhält. Ich möchte diese Pläne nicht verlieren. Können wir irgendwas tun? Das ist doch... Ist nichts für Josephine? Dann klaut sie sie einfach, oder? Überlasst das mir. Ich lasse diesen Adligen überzeugen. Mach, Liliana. Inquisitor. Überzeuge. Liliana kann gut überzeugen. So, ansonsten haben wir Unterstützung aus dem Vara. Ein Brief an die Himmelsfeste. Lasst mich der Inquisition zunächst im Namen der Familie Portsifia die herzlichsten Glückwünsche zu ihren vielen Siegen übermitteln. Der Süden von Feders wurde zwar am heftigsten getroffen, doch wir wissen, dass die Tragödien der jüngsten Zeit uns alle betreffen. Die Bemühungen eures Inquisitors, die Risse zu schließen und den Süden zu stabilisieren, haben auch hier die Lage entspannt. Das Haus Forsythia möchte der Inquisition seine Unterstützung angedeihen lassen. Oh, wir würden uns gerne mit euren Vertretern treffen, um dies offiziell zu machen. Tyrion Veneto im Namen ihrer Gnaden Herzogin Amalia. Dazu ein Schreiben von Josephine. Die Forsythias sind eines der großen Adelshäuser in Nevarra. Die anderen Adelsfamilien sind gespalten. In jene, die Pentagasts unterstützen und jene, die frisches Blut auf dem Thron sehen wollen. Die Forsythias haben allerdings stets ihre politische Neutralität gewahrt. Ich bezweifle, dass ihr Angebot völlig selbstlos ist. Es hat durchaus Vorteile, sich mit einer mächtigen Institution zu verbünden. Dennoch, wenn wir ihre Unterstützung annehmen, sichert uns das Verbündete in Nevarra, ohne dass wir eine echte politische Aussage treffen müssten. Na dann. Wir stehen euch zu Diensten. Danke. Bin von Liliana auch sehr überzeugt. Alle sind von Liliana sehr überzeugt, Strauchen. Ist grundsätzlich so. Es ist Liliana. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob hier noch irgendwas, das sind jetzt alles Machtgeschichten. Bei das hier können wir Überquerung der Schwefelgruben. Wird eine Brücke über die giftigen Schwefelgrünen in den Westen vorgenommen. Wir werden 10 unserer Ingenieure, 6 Wagenladungen Bauholz brauchen, um die Brücke fertigzustellen. Allerdings würden sie unsere Truppen erlauben, das Gebiet in sicherer Entfernung zu den giftigen Gasen zu durchqueren. Errichten wir eine Brücke. Unsere Soldaten werden den Bau persönlich überwachen oder... und wir können eine Brücke errichten lassen. Ah, nö, das können... Das können ruhig andere für uns machen. Ah, der Komm von Valvermin hat uns mit Freuden seiner Arbeiter und reichlich Material für unser Vorhaben zur Verfügung gestellt, letzten Endes. Ihr könnt die Brücke inspizieren, sobald es eure Zeit erlaubt. Nett. Nicht sofort. Aber haben wir. Das ist doch schon durch. Was ist denn jetzt hier? Ach so, ich könnte da hinreisen. Ha, mit dieser Mission für Stream irgendwie wenig schwierig. Ja, das ist mir aber ganz ehrlich, Joker, es ist halt so, es gehört halt dazu. Es gehört nun mal zum Spiel. Gut, wir können ja... warte mal, ich muss gerade ganz kurz nochmal raus, weil ich eben schauen will, wo wir... Ich glaube, Westgrad müssten wir sogar für Blackwall, ne? Hier.
Genau, Westgrate fehlt uns noch einer noch im Pfahlbruch und dann im Prix de Lyon, da waren wir noch gar nicht. Na gut, da hätte ich jetzt aber nicht über die Karte gehen müssen eigentlich. Also nicht über den Tisch. Das war jetzt Quatsch, oder? So, wir nehmen mit Cassandra, Varric und Blackwall. Ich muss Blackwall noch leveln. Außerdem, so lange war ich jetzt gar nicht am Tisch, Joker. Es ging. Nach einem guten neuen Twitch-Namen? Na, ich weiß ja nicht, wohin. Wie ich mir auszusprechen will. In der gleichnamigen Pflanze. Was ist süß? Meinst du? So. Ist da oben, ne? Habe ich mir das hier jetzt freigeschaltet, das Gebiet? Ich hoffe doch. Sind die Tore? Das ist nicht die Brücke. Ich muss mir das erst... Ach, shit. Kann sein, dass ich das erst irgendwie... Aber wir haben... das fertig gemacht. Wir haben das Manuskript übersetzt. Naja, dann kümmern wir uns um das Manuskript. Ich glaube, ich komme... Hier oben komme ich ziemlich sicher nicht hin, ne? Hier müssen wir... Wenn mich nicht alles täuscht, mussten wir hier erst noch irgendwas machen. Aber müsste ich das dann hier nicht... Das ist doch ein abgeschlossener Einsatz. Ist abgeschlossen, er ist auch abgeschlossen. Ich weiß nicht so genau. Gehen erstmal ganz kurz hier runter und sagen ihm Bescheid wegen den Drachendingern. Wegen der Übersetzung. Achso, und wir müssen Blackwall leveln. Beihandwaffe. Unten. Waffenschaden pro Sekunde oder festhalten. Hoffen wir jetzt bewegungsunfähig. Jo. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt können wir nämlich bei ihm. Hat er denn Champion? Auf das Vermächtnis der größten Streiter in der Geschichte und trotz jedem Gegner, während du deine Position hältst, verhindert, dass Gegner an dir vorbeikommen, ermöglicht es dir somit, Engstellen zu verteidigen. Chance auf Betäuben. Erhöhung Blockmaximum. Bildungsbonus. Ja, Unverwundbarkeit. Unbeugsam. Mensch! Okay, was haben wir hier? Die Größe des Verteidigens bereits erhöht sich. Durch es dem Gegner noch schwerer fällt, an dir vorbeizukommen. 3 Meter. Oder Herrnewehr. Eher eine Wehr... Was? Wenn du dich keine Kosten... Achso, so heißt das Ding. Entschuldigung. Wenn du dich keine Kosten oder Regenerationsmeid hältst, so lange an, bis du sie auflöst. Ja. Mach mal einfach. Geh hin und guck. Auf jeden Fall Schwefelgruben. Widerschlagungsfähig. Zuckst nicht, blinzt es nicht und du weißt nicht zurück. Gegner, die dich im Nahkampf eintreffen, geraten durch den Rückschlag ins Straucheln. Das finde ich gut. Dann nehme ich die Konstitution mit. Den Gegenangriff brauche ich nicht. Unbeugsam. Du überstehst einen Treffer, der normalerweise dein Ende bedeuten würde, mit einem kleinen Rest Gesundheit. Darüber hinaus bist du kurzzeitig gegen jeglichen Schaden immun. Hallo? Wandelnde Festung. Du bist vielleicht nicht in der Lage, sie ewig zu halten. Doch im Moment kann dir nichts und niemand etwas anhaben. Du bist kurzzeitig gegen jeglichen Schaden immun.
Nett. Aber bevor wir das... Nee, eigentlich ist das ziemlich geil. Ja, wir nehmen das mit. Gut, das heißt, eigentlich ist Blackwall so gedacht, dass man ihn mit einem Schild rumrennen lässt, oder was? Oder soll der mit einem Zweihänder blocken? Ist merkwürdig. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Oh, ja? Kann ich euch helfen? Nur, ich habe das Manuskript übersetzt. Meine Leute also haben ich nicht, aber... veteranische Manuskript übersetzt. Studien über das Beuteschema von Drachen. Ihre Wanderungen. Ha! Durans Theorie, Drachen würden kein Blau sehen, ist hiermit widerlegt. Nun, da diese schrecklichen Plünderer aus dem Weg sind, können wir endlich den hohen Drachen herauslocken. Die Ehre sollte euch gebühren, meine Liebe. Toll. Gut, ich habe schon geeignete Stellen in der Wüste notiert, an denen ihr Köder ausbringen könnt. Deponiert diesen Köder und dann wartet. Das wird eine Sternstunde der Drakonologie. Ich werde den Köder für den hohen Drachen auslegen. Ich kann es kaum erwarten, euren Bericht zu hören. Ihr müsst genau dokumentieren, wie er sein Revier umkreist. Aber... Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Aber das ist doch keine gute Idee, oder? Das ist ein hoher Drache. Schick, Groundhorn. Moin, Hallöchen. Sehe ich irgendwie... Mich würde ja das Level von dem Vieh interessieren. Der ist sicher nur hoher Drache, weil er auf dem Berg wohnt. Mhm. Na, klar. Das glaube ich auch. Hi, Strobos. Nur wandelnder Loot. Ich habe die Tränke nicht aufgefüllt. War das schlau? Der kommt ja jetzt erstmal nur... Also ich muss da bestimmt nicht gleich gegen den kämpfen, oder? Wir locken einen Drachen an. Absichtlich. Toll. Wäre ich doch bloß im Bett geblieben. Ein Drache. Ein Königreich für einen ereignislosen Tag. Naja, dann. Geht dieses Taktikfenster auf? Beric! Warum zur Hölle steht Beric an der Front, also im Gesicht des Drachen? Und warum kann ich jetzt die Ansicht nicht ordentlich bedienen? Was zur... Wieso? Hä?
Jetzt ist es gänzlich backt. Jetzt geht's wieder. So. Läuft. Geht richtig gut los heute. Oh nein, die Scheiße, das habe ich vergessen. Erster Kampf des Tages direkt gegen Drachen. Entspannt. Ja, ne? Ich auch. Naja, warte mal. Warten wir mal ganz kurz, bis er sich wieder... Ja, jetzt. Hä? Wieso hat das nicht funktioniert? Könntest du bitte... Wieso geht denn das nicht? Ey, manchmal... Wenn ich noch wüsste, was Elixier der Steinrüstung macht. Ich geb's hier einfach mal. Hat der das auch? Der hat das auch. Mehr Rüssi. Naja, ich hab halt... Ja, ich hab grad eher Sorge um genau das... Au, passiert auch. Scheiße. Ich sollte mal hier rausgehen. Dass der Block weg ist bei ihm gleich. Problem ist, ich weiß nicht, wann der Drache, der wird ja irgendwann wieder diesen hässlichen Angriff machen, wo der uns ranzieht, ne? Oder macht er den nicht nochmal? Ich bin so... Das war die falsche Taste.
gerade jetzt. Schwierig. Na, ich glaube, das Immun kommt eigentlich gerade eher durch, also nicht durch Blackwall, sondern ich glaube, das Immun kommt irgendwie durch. Oder? Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht kommt es durch das im Feuer stehen? Also, dass der Drache im Feuer steht und dass deswegen die ganze Zeit immun kommt? Weil, also. Oder ist es irgendwas von mir, aber das weiß ich halt nicht genau. Schick. Namenlose Klinge. Doppelklingendolch. Nett. Nett. Ausgezeichneter Ring der Rüstungsdurchdringung. Nett. Wem die Klinge wohl gehört hat. Ja, mal. Ach, wenn ich zu weit rauszoome, ich Troll. Jetzt weiß ich wenigstens auch warum. Wie viele Knochen? Oh, darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Wie viele Knochen er gedroppt hat. Ich muss zugeben, ich habe nicht darauf geachtet. Oh, warte mal, wir könnten wegen der Rüstungsdurchdringung. Lecker. Lecker. Nimm mal lieber das. Ich weiß vor allem gar nicht, ob der Horn des Heldenmuts und wirbelnder Ansturm hat. Das ist definitiv zu wenig Knochen. Ja. Also die Klinge hier ist doch, das ist doch schon ziemlich geil. Wollen wir uns die mal kurz ankicken? Ja, die sieht auch zufällig so aus. Also, die erinnert auch so ein bisschen. Also, zumindest. Oder? Nee, warte. Egal. Lass mal keinen Schmuck herstellen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir hier drinnen waren. Ach doch, es kann sein, wir sind von der anderen Seite hier reingelatscht, ne? Und können dann hier vorne wieder raus. Ich jetzt echt aufhöre, die ganzen scheiß Tiefenpilze, oder? Lesen. Denkmal. Wächter Marshall Walden Days. Wächterin Annika Torsig. Bartol Arn. Kerika Dörnen Idukan und Tamas Gavon. Paragons unter den Wächtern, Brüder und Schwestern, wir ehren euer Opfer. Ich war hier nicht drin. Guck mal, Mosaikteil. Zack, das ist nicht der. Also kein Durchgang. Loot, loot, loot.
bestimmt wirbellos. Das glaube ich nicht. Okay, nice. Ist das jetzt aufgegangen durch den Drachen? Ja, ne? Wo der sich hingesetzt hat, glaube ich. Wo der runterkam, hat er das... Hier, glaube ich, irgendwie einen Felsen niedergeschmettert oder so. Cool. Wo ist mein Trupp? Ach, da. Sehr cool. Zumindest heute einfach mal einen Drachen erlegt. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. War auch nicht unbedingt der Plan. Ich bin gespannt, wie gut das mit Blackwall knappt, wenn es kein Drache ist. Ich meine, es ging dafür. Dass es ein Drache war, es war ja nicht knapp. Ne? Er hat eigentlich... Mit dem Block ging ganz gut. Gewiss. Durans Theorie über das Verhalten hoher Drachen ist absurd, aber... ja? Wolltet ihr mich sprechen? Schon. Der hohe Drache hat mich angegriffen, als ich den Köder auslegen wollte. Ich fürchte, er ist tot. Er hat euch angegriffen? Das ist ja wunderbar. Dann habt ihr sein Verhalten aus nächster Nähe gesehen. Er hat euch irgendwelche Notizen gemacht? Vermutlich nicht. Aber egal. Ich würde mich später sehr gerne mit euch über die Sache unterhalten. Na klar. Ich sollte mich eurer Inquisition anschließen. Mein Wissen könnte euch von Nutzen sein. Und eure Späher könnten mir helfen, andere Drachen zu finden. Was? Lieber nicht. So. Doch, natürlich gerne. Natürlich. Ich bin sicher, die Inquisition hätte Verwendung für einen Drakonologen. Superb. Ich bin mir sicher, meine Forschungen werden euch von großem Nutzen sein. Yay! Kann ich euch helfen? Gibt es noch mehr Drachen, von denen ihr gehört habt? Angeblich schläft nicht weit von hier ein kleinerer Vetter des abyssischen Hochdrachens. Ein Sandheuler, glaube ich. Angeblich wurde an der Sturmküste ein Winsumer auf der Jagd beobachtet. Das sind herrliche Drachen, äußerst aggressiv. Jeanette hat in den Dales einen garmordanischen Sturmreiter auf der Jagd beobachtet. Der Erbauer hab sie selig. Außerdem hat meines Wissens ein Fereldischer Frostrücken einen Teil der Hinterlande als Jagdrevier auserkoren. Es könnte natürlich noch mehr geben, aber davon weiß ich nichts. Zack. Schick. Heute den Drachen gesehen, nämlich einen blauen. Bei Omnu. Noch ein Stück vom Spiel aufgehoben. Yay, Bunny. Yay, genieße. Habe es ja auch genossen. Sehr intensiv genossen. Die Frage ist jetzt... Ja... Von hier aus. Ob wir inzwischen dort irgendwie dann hinter die Tore kommen. Warte, ich muss mal hier wieder. Tränke vervollständigen. Derek hat. Blackwall. Und Sandra. Warum mehr Hinweise auf die dunkle Brut? Warte mal, da war da auch noch irgendwas, was uns daran hinderte, oder? Dann nicht auch die Vermutung, dass das hinter den Toren ist? Weil ich halt vergesslich bin, ne? Das ist das generelle Problem. Vergesslich wie sonst nichts. Quatsch. Aber hey. Ja, immer ein bisschen. Blackwall stimmt tendenziell zu. Dass wir dunkle Brut töten oder was genau findet er jetzt gut? Hey, Heavy Bug.
Ich... Let's West gerade Stream ist ja auch schon eine Weile her. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen weiß ich nicht mehr so richtig, was hier dagegen sprach. Aber hey, ich mag Loot und irgendwas scheint ja hier unten zu sein. Ach nee, wir kamen hier... Ach genau, hier war das mit dem Gift. Hier war so ein Gift, wir kamen hier nicht hin. Ich erinnere mich. Das war der Grund. würde nicht vergesslich sagen, ich nenne es mehr Achtsamkeit auf die wichtigen Dinge legen. Hey Olaf. Das wäre der Grund, wir konnten hier gar nicht hin. Oh, was zur... Greift mich das an? Das Gurren? Es scheint nicht so. Na toll, der ging voll gegen den Stamm. Okay. Steht einfach nur auf Töten. Das könnte auch sein. Essbares zubereitet. Was gibt's denn Leckeres? Frage ist aber jetzt irgendwie, okay, wir haben jetzt hier, wir können jetzt hier lang latschen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt hier irgendwas ist. Also bis auf haufenweise Todeswurzeln. Schnitzel, Pommes mit Jägersoße. Mmh. Om nom 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 nom. Lass es dir schmecken. Also ich vermute zumindest, dass mit Schniepo Schnitzel Pommes gemeint ist, oder? Oder was soll das sonst sein? Also irgendwie... Hm? Okay, hier stehen unsere Guys. Guten Tag. Schnitzel Pommes. Alles klar. Dadurch werde ich auch immer sentimental. Hi, Golden Paul. Sentimental. Wir könnten auch erst den hinter uns, also ich meine, ja, aber ihr könnt natürlich auch sonst wohin rennen. Okay. Oh, verdammt. Sag mal, hier waren auch schon mal schwer. Ach so, hier sind ja auch nur Stufe 11. Wobei da gerade ein Elite dabei war und selbst der war echt einfach. Aber ja, die sind halt nur Stufe 11, ne?
Schuhe. Okay, also wir könnten... Könnten wir hier durch? Warte mal. Nee, können wir nicht. Scheiße. Wegen Piranha Becken TV hier gelandet. Hi, Butuma. Willkommen. Mach's dir gerne gemütlich, wenn du möchtest. Black War stimmt tendenziell zu. Und immer noch stellt sich mir die Frage. Wie jetzt? Warum jetzt genau? Also ich meine nicht, dass mich das jetzt nicht freuen würde, aber es ist halt trotzdem... Was mit mir passiert? Was? Was ist denn mit mir passiert? Wo kam denn der Schaden her? Hä? Hat irgendjemand mitbekommen, wo der Schaden herkam, den ich bekommen habe? Hi, Jan. Das wäre irgendwie echt gut zu wissen. Nö. Komisch, Haikumi. Bei Blackwall hat auch ziemlich Schaden genommen und irgendwie weiß ich gerade gar nicht, wieso. Was soll alles passieren? Er war doch gar nicht. Mensch. Oh wow, natürlich muss Cobridge direkt wieder zwangsverflauschen. Cobridge, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von Butomar. Oder Batomar? Batomar. Dank dir haben wir eine neue Flauschraube, die sich in ihren in ihrer gesponserten Gummizelle gemütlich machen darf. Cobridge, führe bitte durch die Gemeinschaftsräume und zeig vielleicht nicht unbedingt die Gruppendusche, weil das nasse Handtuch fehlt dir. Dankeschön! Möwen über den Kopf hinweg geflogen? Vielleicht? Vielleicht war es das, ja. Aber hier hinten ist ja immer noch Gift, oder? Dann war es doch nicht das, oder? Todestrankquellen. Wenn ich jetzt hier reinlatsche, dann gleich wieder Schaden ohne Ende. Mal ganz kurz hier den Brühl wegmachen. Wenn ich so im Wege rumsteht. So. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen umkehren. Die dunkle Brut ist durchgekommen. Ich muss unsere Leute in der Himmelsfeste um Rat fragen. Jetzt haben wir dafür einen Einsatz. Alles klar. Jetzt haben wir dafür einen Einsatz. Hoch, wo soll er denn hin? Hallo, schönen guten Abend. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für 26 Monate. Du bekommst einen riesigen, unvergleichlichen Haufen. Nichts. Dankeschön. Ich danke dir. Ah,
Aber ich könnte schwören, dass das hier neu ist. Also diese komischen drei, was auch immer das hier sind. Ich kann mich an die nicht erinnern. Sind sie ja auch. Ja, das hier war definitiv mal ein Einsatz. Und jetzt ist halt die Frage, was hat er mir denn jetzt gebracht? Hier habe ich einen Auftrag gegeben. Okay, aber was, also... Konntest du Termini sehen? Hier war Giftgas und Nebel. Ach, auch hier war Giftgas und Nebel. Okay. Und was genau? Gut, ich sehe die jetzt. Das ist total toll. Aber bringen tut mir das doch eigentlich immer noch nichts. Oder drüben ist eine Höhle im Moment. Okay, das hier ist vielleicht interessant. Hallo? 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 Wer hat denn die Kerzen hier angezündet? Hallo? Hier war doch Giftgas. Wer hat die Kerzen angezündet? Mhm. Etwas eingesammelt. Ich weiß nicht, was. Konnte es nicht lesen. Ich habe Erfahrungspunkte dafür gekriegt, dass ich es eingesammelt habe. Loot! Aegis der Ordnung. Hm. Aber 14 ist jetzt nicht viel. Quatsch, das ist ja... Ich meine, ja. Ne? Also... Ich hatte Verteidigung gegen Magie. Ich hatte weniger Konstitution. Aber es hat innerhalb von 10 Sekunden werden 15% des erlittenen Schadens geheilt. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin nicht überzeugt. Sagen wir es mal so, ich bin nicht überzeugt. Meins. Das Ding im Dunkeln. Die Statue fühlt sich seltsam warm an und zittert leicht, als hätte sie einen Pulsschlag. Wieso? Butomar war der Urgroßvater von Xardas? Was? In welcher Geschichte wird das erzählt? Wann? Was? Das Ding lebt also. Hallo? Hm. Hab's versucht. Wenn du über den Kartentisch freischalten darfst. Ach so, ja, das stimmt. Das sind wir ja tatsächlich. Stimmt. Das ist wahr. Wir sind ein Stück weitergekommen. Dürfen die mich einfach so ins Spiel einbauen?
Echt, Junge. Junge. Okay, aber dann war das hier vermutlich neben der Tatsache, dass man halt hier das Giftgas wegräumt, der Vorteil, den man hier rauszieht. Ja? Aber dahinter komme ich immer noch nicht. Und ich habe hier aber auch keinen Einsatz. Achso, aber wir haben ja hier einen. Vielleicht kommen wir ja von hier hinten dann dahin. Ah, das kann natürlich sein. Dass wir dann hier hinten rum können. Können wir mal kurz zurück? Weil das wäre natürlich denkbar. Wir hinten den Nebel noch wegräumen, dann nördlich so, von oben dann in das Gebiet da hinten. Das kann sein. Das Ding lebt. Immer draufschlagen. Ja, muss man mal gucken, ob was passiert. Nicht? Bis keiner von euch gemacht hätte. Hätte ja sein können, dass es aufwacht, wenn wir es anhauen. Oder so. Nicht, dass das eine Piñata war. Das habe ich auch nicht geglaubt. Gar nicht der Punkt. Nein. Oh, wieder falsch. Hm. Steht im Gothic-Eimer nach. Ah. Verstehe. Ah. Das erklärt. Ich hätte mit ihm gequatscht. Na du? Ist klar, Mann. Die Regie auch so weg? Klar. Nur. So. Das ist vermutlich der Ursprung der dunklen Brut, ne? Conan Cullen, uns liegen verschiedene Berichte über dunkle Brut. Ich habe eine Vorliebe für Drachenjagd entwickelt. Über dunkle Brut in der Region vor, aber es ist nicht leicht, ihren Ursprung zu bestimmen. Die Schwefelgruben machen ihnen weniger aus als uns und wir vermuten, dass sie von der anderen Seite kommen. Unsere Truppen könnten eine Brücke über die Gruben bauen, damit wir diese sicher überqueren und die dunkle Brut aufspüren können. Allerdings brauchen wir für die Zeit der Bauarbeiten beträchtliche Ressourcen, um die Sicherheit der Männer zu gewährleisten. Na klar. Ja, ne, freilich. Conan Cullen, dank der Verstärkung, die ihr geschickt habt, konnten wir die Brücke mit minimalen Verlusten bauen und gegen die dunkle Brut befestigen. Letztere kommt aus den Ruinen, die T-winterischen Ursprungs zu sein scheinen. Gemäß eurer Befehle habe ich meine Männer auch angewiesen, sich auf Patrouillen zu beschränken, bis die Ruinen untersucht werden können. Na, dann wollen wir mal. Right. Reihenfolge beachten. Nee, warte. Also irgendwie können wir das mal so rummachen. Erst die Nahkämpfer, dann. Hm. An die Statuen von Dumat erinnert. Bei dem Namen klingelt was. Aber. Gegen alles und jeden. Hier kommt keine dunkle Brut durch. Meinst du?
Seid ihr euch ja ganz sicher, dass an euch Zweien keine dunkle Brut vorbeikommt? Gut. Konnte nicht anders. Ich konnte nicht widerstehen. Inquisitor? Jetzt versuche ich es nochmal. Okay, cool. Guck dir das mal da hinten an. Das ist ja gruselig. Creepy. Okay. Der zeigt mir also noch ein paar Scherben. Da ist zum Beispiel eine und da. Okay. Ha, gute Nacht, Cobridge. Schlaf gut. Oh, morgen auch wieder früh aufstehen. 5 klingelt der Wecker. Drei Kilometer auf der Brücke gelaufen. Und unten ist Loot, naja. Bin ich schon mal ein bisschen, Nein. Das, Da ist halt Loot. Ja, sich einfach liegen lassen. Macht man nicht. Loot wird nicht zurückgelassen. Bräuchtest du Jafar, indem du den ganzen Loot einsammelt? Ja, das wäre auch schön. Das wäre echt nützlich. Irgendwie kriegt Deckwall Dollar ins Gesicht als Milizis. Also, der Block ist bei ihm irgendwie nicht ganz so. Rennt ja schon zum nächsten Ziel. Warum auch immer der jetzt plötzlich hier schon jemanden angrabbelt. Aber Blackwall stimmt tendenziell zu. Ist ja klar, dass der Block nicht ganz so gut ist. Er schlägt ja langsamer zu. Das stimmt. Das ist wahr. Also ich möchte zumindest Diablo 2 sehr, sehr gern spielen. Eigentlich auch sehr, sehr gern mit meiner Regie gerne. Mal gucken. Utuma. Also das ist schon durchaus möglich. Bestimmt als Mod, meinst du? Jafar in Dragon Age? Weiß ich nicht. Ob es das als Mod ist?
Joey mit der Freundin im Kindergarten, dass er nur wirft Heiltränke? Nein. Wenn dann wirklich zu zweit. Also, ne? Also im Sinne von Koop. Da du den nicht so oft mitnimmst, ist Blackwall bestimmt auf Frosch gestellt, oder? Nee, auf Forsch. Oh, ja, stimmt. Das habe ich gar nicht auf Frosch. Auf Forsch. Verhalten. Erstens. Nischt. Zielauswahl. Cassandra. Ja. So. Also im Moment Joker tatsächlich nicht. Weil einfach wieder genug andere Spiele gerade. Ne? So generell fand ich das nicht schlecht, aber ja, Diablo 2 dauert ja, glaube ich, auch nicht mehr so lange, oder? Ich glaube, so lang war das nicht mehr. Nächsten Monat, das könnte sein. Hi, ISP. Also, Ulitsch, habe ich dich eigentlich begrüßt. Hallöchen. Schönen guten Abend. War das Beta? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, irgendwie habe ich Diablo 2 definitiv eigentlich noch für dieses Jahr im Kopf. Ja. Ganz meist der 9. Ja. Da haben wir es doch. So, und da ist natürlich dann, also da dann jetzt noch neben Diablo 2. Gut, Dragon Age hoffe ich. Also vielleicht schaffen wir ja Dragon Age bis dahin. Aber New World ja auf jeden Fall noch, wo ich mega Bock habe. Und dann noch kleineren Sachen. Dann auch Wolfson, was ja nun mal faktisch auch ein, also kein Spiel ist, was irgendwie ein Ende hat, ja. Schwierig. Weißt du? Hey, nee, warte mal. Warte mal, habe ich jetzt hier mit den Sternen was durcheinander gebracht? Also, warte mal, nochmal. Zack, 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 zack. Im Kopf kriege ich es hin, aber die Umsetzung hapert oder was? Jetzt. Alles gut. Achso, oh, man hat es wieder nicht gesehen, oder? Es tut mir leid. Ich war nicht. Ich saß wieder vorm Sternbild. Sorry. Also hinter mir, Herr Keksdieb, wird normalerweise, das ist jetzt weg, weil ich es schon gelöst habe, wird im Prinzip, werden so Sterne angezeigt und Striche zwischen den Sternen. Und ich muss das
durchgängig verbinden, also in einem Lauf quasi. Ich darf nicht einen Weg nochmal gehen oder so, ja, und muss auch die richtigen Sterne erwischen. Ja, das muss man hier machen. Das ist Emberwolf, ja. Wie das Haus vom Nikolaus. Genau, wie das Haus vom Nikolaus, nur mit Sternbildern. Das im allgemeinen Sprachgebrauch Weißer Wolf genannte Sternbild Fenrir wurde von Scholaren schon immer als eigentümlich erachtet, vor allem weil Wölfe in der Kultur des alten Teewinter keinen besonderen Platz einnahmen. Für viele ist genau diese Tatsache auch das Hauptargument für die These, das Reich habe vorsätzlich ältere elfische Namen verschiedener Sternbilder ersetzt. Im Falle Fenris wäre zum Beispiel ein Bezug zu Fenharel, dem alten elfischen Gott der Täuschung, naheliegend. Andere Stimmen behaupten, es gäbe eine weitaus ältere Legende der Nerumenian über einen Wolf, der vor Jägern in den Himmel flieht. Allerdings wurde nie nachgewiesen, dass diese Legende tatsächlich existiert. Dam, dam, dam! Ja, dann. Oh ja. Ja, dann Korakavus. Ja, Leute, dann wie folgt. Korakavus, wusch. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ne? Weil sonst ist wieder hier mit Zeit. Ihr wisst, wie es ist. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Aber war da schon alles kaputt? Das ist eine Lüge. Pastor Schott, danke für den Follow. Das ist nicht wahr. Du. Ja, leider ist es wieder soweit. Ne? Morgen, wie gesagt, klingelt der Wecker wieder früh. Die Arbeit wartet. Aber morgen Abend sehen wir uns dann wieder. Und mit der 1. So sehe ich den nicht. Wieso sehe ich den Zugang nicht? Die Steps hier unten? Aber... Hallo weg oder was? Onkel, kannst du mir... Bist du mal so frei, weil ich immer nicht weiß, wie Zugang wird doch... Er hat doch da ein G, dachte ich. Wieso findet der denn das nicht, wenn ich nach Zugang suche? So nicht. So eine Frechheit. Aber das ist doch top. Dann kann ich euch nämlich dahin schicken, wenn ihr Dragon Age Origins spielt, also die einspielt, ist das doch super. Dann könnt ihr euch mal kurz den Grafikunterschied angucken. Das ist doch super. Und ich muss direkt mal gucken, warum da der Follow fehlt. Ja, gar nicht. Mir ist letztens schon aufgefallen, irgendwie ist in meiner Liste, ich glaube, da fehlen generell Leute. Mir fehlen nämlich irgendwie ein paar. Also gefühlt so, dass ich die nicht online sehe, was mich ein bisschen irritiert. Und das kann eigentlich nur daran liegen, dass es fehlt. Muss ich mal überprüfen. Ich wünsche eine gute Nacht. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und habt noch viel Spaß. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, dann morgen gegen 18 Uhr, wie immer, hier wieder. Dankeschön. Morgen. Bye-bye.